Und zwar haben wir uns für diese Doku entschieden. Das Bermuda-Dreieck. Über Millionen Quadratkilometer groß und voller Geheimnisse. Seltsame Lichter, Phantomnebel, spurlos verschwundene Schiffe. Seit über 70 Jahren geben die Menschen übernatürlichen Kräften die Schuld für das Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen. Die Instrumente spielen verrückt. Aber was steckt wirklich dahinter? Es war spannend, auf Nimmerwiedersehen. Um die Fakten hinter den Behauptungen zu untersuchen? Wie eine Wasserfalle aus Eis. Kommen die neuesten Technologien zum Einsatz. So sieht es in einem Wirbelsturm aus. Um die Wahrheit herauszufinden. Wir arbeiten wie Detektive. Wieder auch ein guter Sprecher, um Licht in das Dunkel zu bringen. Seht euch das an! Und endlich das Geheimnis des Bermuda-Dreiecks zu entschlüsseln. Bin sehr gespannt. In den vergangenen 70 Jahren hat sich ein beunruhigendes Muster in den Gewässern zwischen Miami und den karibischen Inseln gezeigt. Hier wurde die DC-3 zum letzten Mal gesehen. Schon hunderte Schiffe und Flugzeuge sind anscheinend spurlos verschwunden. Die Star Tiger war hier. Brian Kano hat alle Vorfälle zusammengetragen. 1950 traf es die SS Sandra, die als letztes hier gesehen wurde. Scorpion 1968, Flug 19 näher an Miami, das war 1945. Dort wurde die USS Cyclops das letzte Mal gesichtet. 1996 die Intrepid. Jedes X steht für ein vermisstes Schiff oder Flugzeug. Das Gebiet bildet ein Dreieck, mit Häufungen vor Miami. Hier von den Bermuda-Inseln bis vor San Juan in Puerto Rico. Ein Dreieck. In diesem Fall das Bermuda-Dreieck. Die geheimnisvollen Geschichten über das Bermuda-Dreieck kennt jedes Kind. Aber was geht in dem Millionen Quadratkilometer großen Gebiet im westlichen Atlantik wirklich vor sich? So ein riesiges Gebiet, ne? Crazy. Das erste mysteriöse Flugzeugunglück war Flug 19. Da müssen ja dann so viele Wracks von Flugzeugen und Schiffen unterliegen. Am 5. Dezember 1945 startet die Trainingseinheit von Fort Lauderdale zu einem Übungsflug. 2020, ist noch recht neu, Rudi. Die Piloten sind größtenteils noch in der Ausbildung. Kann aber auch ein Re-Upload sein. Der Kommandeur Charles Taylor ist ein erfahrener Kampfpilot. Klarer Himmel über Fort Lauderdale, über den Bahamas bewölkt. Die fünf Kampfbomber fliegen Richtung Osten und beenden ihre Mission über den Bahamas. Die Probleme beginnen, als plötzlich Nebel aufzieht. Die Piloten verlieren die Orientierung und wissen nicht, in welche Richtung sie fliegen. Wir sind vom Kurs abgekommen. Aber glücklicherweise ist zeitgleich eine andere Flugstaffel über den Bahamas unterwegs und bemerkt ihre Situation. Lieutenant Robert Cox bietet seine Hilfe an. Gibt's ein Problem? Ich versuche, Fort Lauderdale zu finden. Cox fragt Taylor nach seiner Position. Erstaunlicherweise antwortet er, dass sich sein Geschwader über den Florida Keys befindet. Hunderte Kilometer von seinem eigentlichen Kurs entfernt. Fliegen Sie rechts von der Sonne die Küste runter, bis Sie Miami erreichen. Taylor befolgt den Rat und fliegt nach Norden. Aber es kommt kein Festland in Sicht. Flug 19 braucht dringend Hilfe. Aber ihre einzige Verbindung zur Außenwelt wird schwächer. Ihre Funksignale werden schwächer. Irgendwas stimmt nicht. Wie ist Ihre Flughöhe? Die Funkverbindung reißt ab. In der Dämmerung geraten die Kampfpiloten plötzlich in einen Sturm. Ja, moin, die Armen. Taylor ist verzweifelt. Er kann immer noch kein Land sehen. Er glaubt, dass er westlich von Florida über dem Golf von Mexiko sein könnte. Wir steuern 30 Grad für 45 Minuten.
Taylor scheint in Panik zu geraten. Er gibt widersprüchliche Befehle. Erst nach Osten abzudrehen. Kursänderung auf 90 Grad für 10 Minuten. Dann nach Westen. Drehen auf 70 Grad West. Und schließlich wieder nach Osten. Wir müssen weiter östlich. Wir müssen nochmal zurück. Aber es ist alles vergeblich. Um 18.20 Uhr, über 4 Stunden nach dem Start, sendet Flug 19 seine letzte Funkmeldung. An alle, dicht aufschließen! Wir müssen notwassern! Wenn das erste Flugzeug weniger als 37 Liter Treibstoff hat, gehen wir alle zusammen runter! Das ist das letzte Lebenszeichen. Danach Funkstille. In derselben Nacht sucht ein Flugboot nach dem verschwundenen Fluggeschwader. Aber auch das verschwindet vom Radar. Ein Kriegsschiff in der Nähe berichtet von einem Feuerball auf hoher See. Die Navy sucht 5 Tage lang nach Wrackteilen. Aber es taucht nicht die kleinste Spur von den verschwundenen Flugzeugen auf. Mysteriös. Was geschah mit Flug 19 im Bermuda-Dreieck? Was hatte es mit dem Nebel auf sich? Hatte er die Flugstaffel in die Irre geführt? Wie konnten die Piloten gerade einmal 80 Kilometer von der Basis entfernt die Orientierung verlieren? Und warum tauchten keine Wrackteile auf? Boah, das Meer ist so schön, wenn es so richtig schön glatt ist, das Meer, ne? Ist auch wenn man irgendwo am Strand steht und dann so ein Meer mega glattes Meer vor sich sieht. Man kann so richtig, richtig weit in die Ferne gucken. Da sieht man dann auch, dass die Erde wirklich rund ist, ne? Weil irgendwann das Meer immer weiter nach unten geht. Das ist halt hatte die er die Flugstaffel in die Irre geführt? Mega geil. Wie konnten die Piloten gerade einmal 80 Kilometer von der Basis entfernt die Orientierung verlieren? Und warum tauchten keine Wrackteile auf? Das ist kein Beweis. Okay, sorry, hab nichts gesagt. Die Erde ist flach wie eine Pizza. Wir fahren zu Ihrer letzten bekannten Position, dann werden wir die Umgebung untersuchen. Seit 30 Jahren beschäftigt sich der ehemalige Kampfpilot John Myrie mit dem mysteriösen Verschwinden. Ich habe so gemütlich meine Füße auf dem Tisch. Wie es aussieht, ist das die Position? Heute sucht er mit dem Luftfahrtarchäologen Andy Morocco im Bermuda-Dreieck nach Spuren. Flug 19 ist vielleicht das größte Luftfahrträtsel der Welt. Niemand weiß, was damals wirklich passiert ist. Myrie ist überzeugt, nur wenn er die Wracks findet, kann er das Geheimnis um Flug 19 lüften. Alles begann 1982. Ich las einen kurzen Artikel über Flug 19 und war der Meinung, ich könnte anhand einiger Daten herausfinden, wo die Flugzeuge abgestürzt sind. Seitdem hat mich das Suchfieber gepackt. Das Wrack, das wir gesehen haben. Ja. Ich habe das alles hier. John Myrie und Andy Morocco sind nicht die einzigen, die nach Überresten von Flug 19 suchen. Wir werden nicht dafür bezahlt. Wir sind einfach nur Forscher, denen das Spaß macht. Wir sehen uns selbst als Hightech-Forensiker, die versuchen, ein Rätsel zu lösen. Sie glauben, dass sich Kampfpilot Taylor nicht über den Florida Keys befand, sondern über den Bahamas. Wenn Sie recht haben, dann hat die verzweifelte Suche nach Land die Piloten immer weiter hinausgeführt. John Myrie sucht systematisch den Meeresgrund nach den Wrackteilen ab. Nach jeder Expedition streicht er ein Gebiet von der Liste und sucht an der nächsten in Frage kommenden Stelle. Wir suchen mit Seitensichtsonar und Echolotgeräten. Damit erstellen wir 3D-Modelle von Dingen, die am Meeresboden liegen. Trotz intensiver Suche hat das Team heute wieder nichts gefunden. Aber der Ozean ist groß und sie wollen nicht aufgeben.
Ich glaube daran, dass Flug 19 gefunden wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und ich glaube, wir haben die besten Chancen. Du gibst niemals auf, oder? Nein, niemals. Als Marine gibt man nicht auf. Das stimmt, wir bleiben dran. Myra ist überzeugt, Flug 19 zu finden, weil er über bessere Technologie verfügt als jemals zuvor. Aber was, wenn die Flugzeuge dort gar nicht gefunden werden können? Könnte das gesamte Geschwader durch einen Knick in Raum und Zeit an einen unbekannten Ort transportiert worden sein? Yo. Das klingt nach Science Fiction. Aber ein Mann hat angeblich Beweise dafür. Er behauptet, er habe genau das schon erlebt. Der erfahrene Pilot Bruce Gernon glaubt, er sei im Bermuda-Dreieck nur knapp dem Tod entkommen. Was I lucky that day? Ob ich Glück hatte an diesem Tag? Yeah. Absolut. It was fate, really. Nach seinem außergewöhnlichen Erlebnis war er überzeugt, dass bisher unbekannte Kräfte schuld an dem Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen in dieser Gegend sind. Im Dezember 1970 nahm Gernon seinen Vater und dessen Geschäftspartner mit auf einen Kurztrip von der Insel Andros zur Inselgruppe Bimini auf den Bahamas. Es war exakt 15 Uhr, als wir losflogen. Ich schaute auf meine Uhr und sah, wie der Minutenzeiger auf die 12 rückte. 10 Minuten nach dem Start braut sich vor Gernon ein Sturm zusammen. Kann man da drüber fliegen? Wahrscheinlich. Er versucht, den Sturm zu überfliegen, aber plötzlich ist das Flugzeug von Sturmwolken umgeben. Keine Sorge. Ich stieg immer höher und blieb trotzdem in diesen Wolken gefangen. 10 Minuten lang. Bis ich in 3500 Metern Höhe endlich rauskam. Als Gernon sich umsieht, ist er überrascht, wie sich die Wolken kreisförmig um sie herum formen. Siehst du das? Ja. Vor Gernon scheinen sich die beiden Enden zu schließen, bis nur ein enger Tunnel bleibt, an dessen Ende klarer Himmel zu erkennen ist. Ich dachte, ich könnte da durchfliegen. Und es sah so aus, als wäre der Himmel dahinter klar. Als sie durch den Tunnel fliegen, füllt sich dieser mit wirbelnden Nebelschwaden. Was zur Hölle ist das? Als sie durch sind, beginnt der Tunnel in sich zusammenzufallen. Dann fühlte es sich wie Schweben an und alle Instrumente fielen aus. Der Kompass spielt verrückt. Gernon entkommt dem Sturm, aber das Flugzeug bleibt von Nebel umgeben. Er versucht, die Kontrollstation in Miami zu erreichen. Sasuke, danke für die Donation und die Nennung, Gernon. Wo bist du? Miami Tower, hier ist 46 Alpha, 130 Kilometer östlich von Miami auf 3200 Metern. Gernon nimmt an, er überfliegt die Bimini-Inselgruppe. Aber der Tower teilt ihm mit, er befinde sich 80 Kilometer davon entfernt, über Miami Beach. Es ist unmöglich. Laut meiner Uhr war ich seit 33 Minuten in der Luft. Ich meldete dem Tower, dies sei unmöglich. Als sich ungefähr 10 Sekunden später der Nebel auflöste, sah ich direkt unter mir Miami Beach. Gernon fliegt tatsächlich über Miami Beach. Sein kleines Flugzeug scheint die 80 Kilometer von jetzt auf gleich zurückgelegt zu haben. Das ist unmöglich. Das gibt's doch nicht. Irgendwie bin ich schneller durch Raum und Zeit gereist. Gernon ist überzeugt, er ist Opfer eines seltsamen energetischen Nebels, der ihn in Sekundenbruchteilen nach Miami Beach gebracht hatte. Er nennt dieses eigenartige Phänomen elektronischen Nebel. Irgendwie hat er sich an unser Flugzeug geheftet, mir die Sicht genommen und alle Instrumente durcheinander gebracht. Das Flugzeug war nicht mehr zu navigieren. Gernon sagt, der Nebel hat sich an sein Flugzeug geheftet. Schrammwurf schreibt in den Chat, mache ich auch immer, wenn ich spät dran bin. Fühl ich, Bruder. Letztens auch wieder zum Date, fast zu spät gekommen, habe ich kurz meinen magnetischen, energetischen Nebel ausgepackt, ne? Kurz mal an meiner Ginny-Lampe
gerubbelt, Digga. Und dann bin ich noch kurz zum Date gedüst, Bruder. Die Dame war glücklich, dass ich doch pünktlich kam. Er hat seine Instrumente gestört und sein Flugzeug auf eine Reise durch Raum und Zeit geschickt. Ich glaube, das ist das Geheimnis des Bermuda-Dreiecks. Dasselbe ist mit Flug 19 und all den Flugzeugen und Schiffen passiert. Bruce' Geschichte klingt abenteuerlich. Aber wie sind die Fakten? Richtig und wichtig. Der Meteorologe Neil Dorst hat eine wissenschaftliche Erklärung. Jernan berichtet von zwei Gewitterwolken, die aufeinandertreffen. Das ist durchaus möglich. Wenn zwei Gewitterwolken nebeneinander liegen und sich oben wie Ambosse ausbreiten, kann man beobachten, wie sie sich einander nähern und einen Tunnel bilden, durch den ein Flugzeug fliegen könnte. Einen Wolkentunnel kann es tatsächlich gegeben haben. Aber was steckt hinter Gernans Behauptung, er sei durch Raum und Zeit gereist? Theoretisch ist das möglich, behauptet Wissenschaftshistoriker Michael Shermer. Was Gernan beschreibt, passierte, als er mit seinem Flugzeug in der Luft war und durch den Nebel geflogen ist. Und war dann verwirrt, als er plötzlich ganz woanders auftauchte als erwartet. Normalerweise würde ein Flugzeug den Weg so zurücklegen. Aber in der Theorie wäre es möglich, dass das Raum-Zeit-Gefüge gefaltet wird. So könnte man eine Abkürzung in Raum und Zeit nehmen. And so that would be kind of a warping of space and time. Große Entfernungen durch das Krümmen von Raum und Zeit zu überbrücken, ist Bestandteil von Science Fiction. When you come and go, just like that, without anyone ever seeing you. Nach den Gesetzen der Physik ist das möglich. Aber nur unter Einsatz von unvorstellbar viel Energie. Nach den Gesetzen der Physik müsste man mehr Energie einsetzen, als die Menschheit in 10.000 Jahren Zivilisation verbraucht hat. Von woher soll denn in diesem Fall so viel Energie gekommen sein? Auch wenn das im Bermuda-Dreieck passiert sein soll, ist das trotzdem ziemlich ausgeschlossen. Wenn also kein Nebel das Raumzeitgefüge verzerrt hat, was könnte dann vor 40 Jahren über Bimini passiert sein? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass sich jemand verirrt und die Orientierung verliert und dann, für ihn völlig unerwartet, an einem anderen Ort auftaucht, weil er und nur er durch Verzerrungen das Raumzeitgefüge durchbrochen hat. Wahrscheinlicher sind wohl eher menschliches Versagen und Desorientierung. Wir haben uns alle schon mal verirrt und sind an Orten gelandet, mit denen wir nicht gerechnet haben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es gibt bisher keine Belege für Krümmungen in Raum und Zeit. Die logischste Erklärung für den Zeitsprungflug ist wahrscheinlich, dass er von starken Winden abgetrieben wurde und dabei sein Zeitgefühl verloren hat. Aber selbst wenn elektronischer Nebel im Bermuda-Dreieck Flugzeuge vom Himmel holt, ist es schwer vorstellbar, dass derselbe Nebel Schiffe versenken kann. Eines der hartnäckigsten Geheimnisse des Bermuda-Dreiecks ist seine angebliche Fähigkeit, einzelne Schiffe zu versenken und andere Schiffe in der Umgebung zu verschonen. Große Transport- und Kriegsschiffe verschwinden spurlos, während Fischerboote und Yachten vom gleichen Hafen aus in See stechen und ohne Probleme zurückkehren. Werden diese Schiffe gezielt ausgesucht oder hatten sie einfach nur Pech? Einige Wissenschaftler glauben, das Geheimnis hat etwas mit dem Freisetzen riesiger Methangasvorkommen zu tun, die versteckt unter dem Meeresboden liegen. Das habe ich auch schon mal irgendwann Geologe gehört. Martin Pepper will in einem Tauchzentrum in Florida überprüfen, ob an dieser Theorie etwas dran ist. Die Schiffe schwimmen ja im Meer wegen einem gewissen Auftrieb, der im Wasser herrscht. Und diese Methan vorkommen, wenn die nach oben treten, dann nehmen die diesen Auftrieb weg und dann kann das Schiff nicht mehr schwimmen an der Oberfläche und geht halt unter. Methan bildet sich bei der Zersetzung abgestorbener Pflanzen und Tiere. Es kommt tief in den Sedimenten zur Ansammlung von Gasen. Das Methan sammelt sich also an und findet irgendwann seinen Weg durch die Sand- und Gesteinsschichten nach oben. Unter dem Meeresgrund ist es sehr kalt. Wenn die Methanmoleküle durch diese Schicht nach oben steigen, werden sie von gefrorenen Wassermolekülen umschlossen. Das Ergebnis ist eine unterirdische, gasangereicherte Schicht. Sie wird als Methanhydrat bezeichnet.
Das ist eine Art Wasserkäfig aus Eis. Und dieser Käfig kann das 170-fache Volumen an Gas fassen wie dieser Würfel aus Eis. Wird der Käfig beschädigt, kann das Methan austreten. Steigt das Methan in die Wassersäule, kann es die Dichte des Wassers verringern und darüberfahrende Schiffe fallen regelrecht runter. Theoretisch könnte der in den eisigen Ablagerungen gespeicherte Gasdruck unter dem Meeresboden eine Methanexplosion verursachen. Nordzönke, sprinte zu deiner Pizza. Schlechte Jalla. Nachrichten für alle darüber fahrenden Schiffe. Blasen, Schiff verschwunden. Um das diese Theorie komplett zu überprüfen, hat sich Pepper ein Experiment überlegt. Dabei verwendet er etwas Ähnliches wie Methanhydrat. Trockeneis. Ich werde jetzt eine große Gasexplosion auslösen. Und dafür brauche ich diese 2-Liter-Flasche. Da habe ich Trockeneis eingefüllt. Und sobald ich die Kappe zudrehe, fängt das Eis sofort an, sich in Gas zu verwandeln. Man kann sehen, wie der Druck in der Flasche steigt, weil das Eis nicht erst schmilzt, sondern sofort gasförmig wird. Boom! Das ist unsere große Methanblase, die wir simulieren wollen, um zu sehen, ob wir damit dieses Schiff versenken können. Pepper will zur Sicherheit erstmal nur eine Flasche zur Hälfte füllen. Das sollten Sie auf keinen Fall zu Hause nachmachen. Das Ganze ist hochexplosiv. Man kann einige Finger oder ein Auge verlieren. Das ist sehr gefährlich. Okay. Mit einem Flaschenzug zieht er den Behälter bis in 3 Meter Tiefe und wartet, bis sich der Druck aufbaut. Wow, der ganze Steg wurde angehoben. Könnten solche Gasexplosionen, nur in einem viel größeren Maßstab, wirklich im Bermuda-Dreieck Schiffe versenken? Beeindruckend. Ein wichtiger Hinweis findet sich in der Eiswüste Sibiriens. Im Jahr 2014 haben Rentierhüter riesige Löcher im gefrorenen Boden der Tundra entdeckt. What the fuck? Wissenschaftler untersuchen die Löcher und entdecken ungewöhnlich hohe Methankonzentrationen. Das sah gerade aus, als ob Aliens da eine Bodenprobe genommen haben, ob sie unseren Planeten übernehmen wollen. Und dann ist ihnen aufgefallen, Digga, der ist schon so verschmutzt. Scheiß drauf, Digga, lass durchziehen. Sie haben diese Krater gefunden. Es scheint, als ob das Methanhydrat wegen des Klimawandels so schnell erwärmt wird, dass es zum Druckaufbau unter der Oberfläche kommt. Ist der Druck hoch genug, macht es Boom. Das Methanhydrat explodiert und die Explosion hinterlässt einen riesigen Krater. Vielleicht haben die Aliens aber auch einfach nur ein Video von Simix angeschaut, Digga. Die sind noch im Orbit, direkt wieder umgedreht. Bruder, sofort rein in ihren Raumzeit-Warp und yalla, zurück in ihre Galaxie. Nach dem erfolgreichen Test bereitet Pepper eine zweite Bombe die vor. Die kommen nie wieder. Und beste füllt Abwehr. Eine Plastikwanne mit schweren Blöcken. Wir simulieren mit dieser Plastikwanne ein beladenes Schiff. Die kommen auch nie wieder. Schiffe tragen ihre Ladung zum größten Teil im Innern. An der Oberfläche sieht man nur den geringsten Teil. Er will sehen, welchen Effekt eine Gasexplosion auf ein schwimmendes, schwer beladenes Objekt hat. Wir wissen nicht, was passiert. Unser Schiff könnte wegen der Dichteverschiebung untergehen. Es könnte auch aufsteigen wegen der senkrechten Wassersäule. Oder es könnte auch am Rand der Blase umkippen. Bereit? Fertig. Der Kahn ist hier positioniert. Das ist wirklich tief. Ich setze mich in dieses Kajak und werde ihn in Position halten, während wir darauf warten, dass sich in der 2-Liter-Flasche Druck aufbaut. Voll befüllt und präpariert wird die Gasbombe auf den Grund gezogen und der Lastkahn darüber manövriert. Mit einem Bootshaken wird das Ziel auf Position gehalten. Jetzt warten wir. Jetzt bin ich gespannt. Gute Nacht, Mina. Wie ein Zaubertrick. Einfach weg. Ich wusste es. Das aufsteigende Gas reißt die Wasseroberfläche auf und mit einem Knall aus Eisdampf ist der Lastkahn verschwunden.
Die Zeitlupe verdeutlicht, was mit dem Schiffsmodell genau passiert. Als erstes erzeugt das aufsteigende Gas eine Schockwelle aus Wasser, die den Kahn emporhebt. Die Kamera im Kahn zeigt, dass er wie ein Stein durch das Loch fällt, das von dem aufsteigenden Gas hinterlassen wird. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Das Experiment beweist, dass eine große Gasexplosion durchaus ein schweres Güterschiff versenken könnte. So faszinierend. Aber es gibt ein Problem. Noch nie wurde im Bermuda-Dreieck eine Methangasexplosion beobachtet. Lul? Es werden nicht ständig große Explosionen und permanent aufsteigende Blasen gesichtet. Und damit wäre zu rechnen, wenn Methangas ein echtes Problem wäre. Es wäre ein riesiger Zufall, wenn sich so eine Blase direkt unter einem großen Schiff bildet und es dadurch sinkt. Stimmt auch wieder. Man würde solche Blasen anderswo sehen, wenn das ein weit verbreitetes Phänomen wäre. Ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich, dass Methylhydrate viele Schiffe versenken. Vielleicht ist das mal passiert, aber das wäre ein enormer Zufall. Ich glaube nicht, dass das eine normale Erscheinung ist und etwas, was uns Sorgen bereiten müsste. Wenn es keine Gasexplosionen sind, was sonst könnte so viele Schiffe versenken? Wobei, Digga, mega interessant. Das Bermuda-Dreieck gehört zu den befahrensten Wasserstraßen der Welt. Du und ich. Güterschiffe, Freizeitboote und Kreuzfahrtschiffe tummeln sich dort. An guten Tagen ist hier das Paradies. Aber an einem schlechten Tag können die tropischen Gewässer zerstörerische Stürme heraufbeschwören. Hurricanes. An der Universität von Miami kann ein Hurricane-Simulator Winde erzeugen, wie sie auch während der Sturmsaison im Bermuda-Dreieck toben. Okay, wir gehen jetzt auf Kategorie 5. Professor Brian House fährt die Anlage hoch. Okay, so sieht eine Windströmung mit 240 km pro Stunde an der Meeresoberfläche aus. Man sieht das viele Wasser in der Luft. Seeleute nennen das Whiteout Situation. Das bedeutet, man hat auf dem Wasser extrem schlechte Sicht. Man kann keinen Notruf absetzen, die Motoren schalten sich ab, das Schiff lässt sich nicht mehr steuern, man ist verloren. Und niemand wird irgendwelche Wrackteile finden. Die Hurricane-Saison geht von Anfang Juni bis Ende November, also fast ein halbes Jahr lang. Warmer Wasserdampf steigt aus dem tropischen Atlantik auf, saugt die umliegende Luft an und kondensiert in großer Höhe, wo sich ein gewaltiges Wolkensystem. Digga, ich dachte gerade, was passiert mit der Wolke, Digga? Ich bin auch schon echt gut angemüdet. Bin gerade so ein bisschen so wie so ein Trance. Bruder, auf einmal drehen die Wolke um. Ich denk so, Digga, was ist jetzt los, Alter? Bin gerade gar nicht klar gekommen auf mein Leben. Siert in großer Höhe, wo sich ein gewaltiges Wolkensystem bildet. Ach, die Stürme. Ich wollte das nochmal sehen. Also fast ein halbes Jahr lang. Warmer Wasserdampf steigt aus dem tropischen Atlantik auf, saugt die umliegende Luft an und kondensiert in großer Höhe, wo sich ein gewaltiges Wolkensystem bildet. Die Stürme gewinnen an Stärke, sobald sie Richtung Westen ziehen, auf der sogenannten Hurricane Alley. Wenn sie das Bermuda-Dreieck erreichen, können die Hurricanes bis zu 1600 Kilometer breit sein. Boah, das sieht so krass aus. Und Windgeschwindigkeiten von über 240 Kilometer pro Stunde erreichen. Das sieht so krass aus. Solche Naturgewalten im Labor nachzuahmen, erfordert eine enorme Anlage. Auch das in der Mitte vom Hurricane, ne, das sogenannte Auge des Sturms, dass da eigentlich alles ruhig ist. Das ist so faszinierend, was die Natur einfach erschafft. Wir fangen ganz groß an, mit einem 3 Stockwerke hohen Zulauf. Dann kommt die Luft hier durch, wird beschleunigt, steigt nach oben, geht durch einige Schalldämpfer, damit es nicht zu laut wird, macht eine große Kurve und wird dann komprimiert.
Dadurch erzeugen wir eine schöne, glatte Luftströmung, die dann rüber in den Tank geht. Dann schießt sie mit bis zu 240 Kilometer pro Stunde hoch und verlangsamt sich zum Ende hin an dieser Rampe. House verwendet den Simulator, um Messungen durchzuführen, die in einem echten Hurrikan unmöglich wären. Und er kommt zu dem Schluss, dass das Bermuda-Dreieck während der Hurrikansaison einer Todeszone gleicht. Es wäre unglaublich, die Ozeanoberfläche unter diesen Bedingungen von einem Schiff aus zu beobachten. Aber das wäre auch unglaublich gefährlich. Das Bermuda-Dreieck befindet sich direkt in der Hurricane Alley. Wie man weiß, sind sehr viele der vermissten Schiffe während der Hurrikansaison verschwunden. Hurrikans versenken tatsächlich Schiffe im Bermuda-Dreieck. Aber diese Katastrophen sind keine geheimnisvollen Rätsel. Wie geil da die Seesterne am Chillen sind. Hurrikans versenken tatsächlich Schiffe im Bermuda-Dreieck. Aber diese Katastrophen sind keine geheimnisvollen Rätsel. Die Türsteher. Viel faszinierender sind Berichte über Schiffe, die von Stürmen in Orkanstärke versenkt wurden, ohne dass zuvor eine dunkle Wolke am Himmel auftauchte. Habe ich Seesterne gesagt? Man nennt natürlich Seeigel. Dieses Lost. Phänomen weiße Sturmböen. Sorry, ihre Chad. Zerstörerischen Kräfte sind legendär. Ein Phänomen, das Seefahrern seit Jahrhunderten bekannt ist, ist die sogenannte weiße Sturmböe. Das ist ein plötzlicher, heftiger Windsturm ohne die dazugehörigen dunklen Wolken oder schweren Niederschläge, die normalerweise eine Windböe auf See begleiten. Aber Meteorologen hielten das viele Jahrhunderte lang für Seemannsgarn. Wissenschaftler glauben heute, dass es tatsächlich weiße Sturmböen gibt. Und dass sie Schiffe im Bermuda-Dreieck versenken, ohne dass vorher dunkle Wolken auftauchen. Ihre Opfer sind meistens Segelschiffe. Es gibt mehrere Beispiele aus jüngster Zeit, wo Segelschiffe von weißen Sturmböen versenkt wurden. Der berühmteste Fall ist der des Segelschulschiffs Albatros im Jahr 1961. Dann war da auch noch 1984 die Marquess und 1986 die Pride of Baltimore. Alle Überlebenden haben das gleiche Phänomen beschrieben. Ein plötzlicher, heftiger Wind ohne Vorwarnung. Die Wissenschaftler glauben, weiße Sturmböen stammen aus weit entfernten Regenwolken, die sich über warme Luftschichten bewegen. Die Regentropfen kühlen die umliegende Luft ab. Die Luftmoleküle werden schwerer. Dann sinkt die kalte Luft wie ein Stein nach unten und löst einen stoßartigen Luftstrom aus. Die sogenannte weiße Böe entsteht. Die Luftlawine kann sich über zig Kilometer ausbreiten und genug Kraft entfesseln, um ein Schiff zu versenken. Manchmal wehen Winde weit vom eigentlichen Sturm entfernt. Ach, ich liebe den Chat, Digga. Ich hab auch das Erste, was ich gedacht habe, Digga, es sieht aus wie das Ubisoft-Logo und einer von euch schreibt's. Und im nächsten Moment dachte ich mir, wie wack ist eigentlich die Animation, Bruder? Bruder, das hätte ich mit Paint in 5 Minuten besser gemacht. Bis zu 100 Kilometern pro Stunde über das Meer. Geil, Digga. Die weiße Böe trifft die Schiffe völlig unvorbereitet. Es bleibt keine Zeit, die Segel einzuholen oder den Kurs zu korrigieren. Sie werden mit voller Breitseite. Bruder, das war es wirklich komplett, Alter. Dann sinkt die kalte Luft wie ein Stein nach unten und löst einen stoßartigen Luftstrom aus. Die sogenannte weiße Böe entsteht. Die Luftlawine kann sich sieht aus wie so eine Nussschnecke beim Bäcker. Kilometer ausbreiten und genug Kraft entfesseln, um ein Schiff zu versenken. Bam. Manchmal wehen Winde weit vom eigentlichen Sturm entfernt, mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde über das Meer. Die weiße Böe trifft die Schiffe völlig unvorbereitet. Es bleibt keine Zeit, die Segel einzuholen oder den Kurs zu korrigieren. Sie werden mit voller Breitseite von den orkanartigen Stürmen getroffen, kippen und sinken sehr schnell. Die plötzlichen Winde werden auch mit Fällen im Bermuda-Dreieck in Zusammenhang gebracht, bei denen Leichtflugzeuge verschwunden sind.
Ein kleines Flugzeug hat keine Chance gegen diese Luftlawine. Der Pilot sieht keine dunklen Wolken aufziehen. Fast ohne Vorwarnung ist er mitten in einem Sturm. Er kann versuchen, das irgendwie zu überstehen. Extreme Wetterbedingungen sind eine logische und wissenschaftliche Erklärung für das Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen im Bermuda-Dreieck. Aber einige Leute sind davon überzeugt, diese Berichte sind nur eine Legende und Teil einer ausgeklügelten Verschwörung, die den wahren Grund verschleiern sollen. Außerirdische. Seit Jahrhunderten hat es hier viele seltsame Lichter und Phantomnebel gegeben. Schiffe verschwanden ohne Wrackteile zu hinterlassen. Menschen lösten sich in Luft auf. Auch wenn es für diese Fälle viele logische und rationale Erklärungen gibt, könnten Unterwasser-Aliens die Antwort sein. Es klingt unglaublich. Aber einige Berichte aus der ehemaligen Sowjetunion scheinen die Unterwasser-Alien-Theorie zu stützen. Kontroverse Berichte drehen sich um den U-Boot-Kommandeur Juri Beketov. Da arbeitet einfach Mehmet an einem Wasser-Döner-Restaurant und schießt die ganzen Schiffe und Flugzeuge ab, weil er noch nicht will, dass irgendjemand leakt, dass er da bald ein Restaurant aufmacht. Das passiert da, Jungs. Mehmet ist schuld. Der in den 80er Jahren im Bermuda-Dreieck patrouillierte. Angeblich fielen plötzlich sämtliche Instrumente an Bord des U-Boots aus. Mehrmals wurden sie gestört, als würden sie von einer mächtigen Technologie außerhalb des U-Boots blockiert. Was ist da los? Mehr als einmal hat Beketovs Sonar unbekannte Objekte eingefangen, die unter Wasser mit mehr als 400 Kilometern pro Stunde unterwegs waren. Ist das möglich? Der Kommandeur war überzeugt, dass diese Vorkommnisse auf die Existenz von Aliens deuten. Diese Objekte schienen den Gesetzen der Physik zu trotzen. Sie übertragen. Es war einfach Shylock, der zurück zu seiner Misty wollte. Alles, was wir kannten. Er ist ja kurz lang gezischt. Aber wenn das karibische Meer wirklich voller Aliens ist, oder ein Seedraking, sehen wir sie heute nicht mehr? Manche Leute sind überzeugt, dass die Alienschiffe in einem Netzwerk aus Unterwassertunneln, den sogenannten blauen Löchern, versteckt sind. Einige Leute denken, diese blauen Löcher sind Portale in andere Welten und andere Dimensionen. Von hier könnten Aliens in andere Zeiten reisen. Anscheinend sind Segler und andere Schiffe unwissentlich in diese Bereiche geraten und möglicherweise darin verschwunden. Blaue Löcher existieren wirklich. Man findet sie in den seichten Gewässern rund um die Bahamas. Diese unterirdischen Gänge sind bis zu 180 Meter tief und bilden ein weit verzweigtes Netzwerk. Aber wurden diese Tunnel wirklich von Außerirdischen gebaut? Geologe Martin Pepper glaubt eher nicht. Blaue Löcher sollen wohl Portale sein, durch die Aliens kommen können und von dort Boote und Flugzeuge verschleppen. Atlantic Rim, Chat. Schaut den Film, da kommen wirklich Aliens aus dem Meer. Das ist also eine Höhle, in der sie sich verstecken und von wo aus sie ihre Angriffe starten. Wie eine Spinne in ihrem Netz. Sie warten unten in ihrem blauen Loch und schnappen. Da wohnt meine Freundin, wenn sie ihre Tage hat. Oder ich hatte so Glück, ich hatte nie eine Freundin, die zu Furie wurde, wenn sie ihre Tage hat. Das ist eine natürliche Erklärung für diese riesigen Unterwassersenklöcher. Imagine, du hast dann einfach einen Hausdrachen am und Start, die hat Alter. Mit Kalkstein, saurem Regen und sehr viel Zeit zu tun. Das ist ein Brocken aus Kalkstein. Die Erdoberfläche in dieser Gegend besteht aus Kalkstein. In den vergangenen 1000, vielleicht Millionen Jahren hat sich der Meeresspiegel um mehrere hundert Meter verändert. Während einer kalten Periode ist der Meeresspiegel gesunken, weil das Wasser an den Polkappen zu Eis wurde.
Als der Meeresspiegel sank, war der offenliegende Kalkstein seinem ärgsten Feind, dem sauren Regen, ausgesetzt. Als der Kalkstein aus dem Wasser heraustrat, war er viele tausend Jahre lang saurem Regen ausgesetzt. Die Oberfläche hat viele Risse und Senken. Wenn wir sauren Regen über den Kalkstein gießen, kann man sehen, was passiert. Diese Blasen verwandeln sich in Kohlendioxidgas und Flüssigkeit, die Löcher und Vertiefungen in den Stein ätzt. Im Laufe der Zeit können sich so auch Höhlen bilden. Krass, wie die da. Die Höhlenwände sind wahrscheinlich eingebrochen. Dadurch entstand ein langer, senkrechter Schacht. Als der Meeresspiegel wieder anstieg, füllten sich die mehrere hundert Meter tiefen blauen Löcher mit Wasser. Krasse Grafiken, Bro. Für einen Geologen sind sie faszinierend und geheimnisvoll. Aber wenn man weiß, wie sie entstanden sind, ist das einzig Magische daran, was viel Zeit und die richtigen Zutaten schaffen können. Man nehme Kalkstein, niedrigen Meeresspiegel, sauren Regen und es entstehen diese blauen Löcher. Nicht nur Geologen finden blaue Löcher faszinierend. Sie stehen auch auf fast jeder Taucherwunschliste. Und das macht die blauen Löcher zu einem der am besten erforschten Unterwasserlebensräume der Gegend. Dass sich hier ein UFO vor so vielen neugierigen Blicken verstecken kann, ist sehr unwahrscheinlich. Aber wenn die Schiffe nicht von Außerirdischen entführt wurden, warum verschwinden dann so viele völlig spurlos? Es ist nichts Mysteriöses daran, dass wir die Wracks nicht finden können. Es ist wirklich schwer, etwas am Meeresgrund zu finden, auch wenn man ungefähr weiß, wo das Schiff unterging. Blaue Löcher sind schön, faszinierend, geheimnisvoll. Aber Außerirdische? Es wurden Hurrikans, Zeitverschiebungsnebel und Methangasexplosionen untersucht. Aber es gibt einen weiteren Erklärungsansatz, und der ist noch beunruhigender. Seit über 70 Jahren sind Schiffe im Bermuda-Dreieck verschwunden, auch riesige Containerschiffe. Eine stark befahrene Route führt an den Bermuda-Inseln vorbei. Und hier ist es zu einem der geheimnisvollsten Verschwinden gekommen. 24. Oktober 1980. Die SS Poet transportiert eine Schiffsladung Mais nach Ägypten. Es ist über zwei Fußballfelder groß und verschwindet einfach spurlos. Die Küstenwache hat 10 Tage lang den Atlantik abgesucht. Aber das 11.000 Tonnen schwere Schiff blieb spurlos verschwunden. Das Wetter war nicht ganz so gut, aber da war nichts, was ein Schiff dieser Größe zum Kentern bringt. Also, was ist da passiert? Ein Hinweis auf das Verschwinden der SS Poet ist, dass der Kapitän keinen Notruf abgesetzt hat. Was auch immer mit dem Schiff passiert ist, dafür war offenbar keine Zeit mehr. Einige Wissenschaftler glauben, dass die SS Poet Opfer einer seltenen, aber unglaublich brutalen Laune der Natur wurde, die man Kavenzmann nennt. Kavenzmänner sind Monsterwellen, die viel höher steigen als die Wellen um sie herum. Sie können Schiffe ohne Vorwarnung hinwegfegen. What the fuck? Wenn in einem starken Sturm oder bei hohen Wellen eine Welle höher ist als die anderen, dann ist das eine Monsterwelle. Sie kommen nicht häufig vor, aber wenn auf einer großen Fläche ein starker Sturm tobt. Davy Jones hat sich das Schiff geholt. Oder gerade kickt so die Lust rein, einfach Fluch der Karibik nochmal anzuschauen. So geile Filme, Digga. Dann kann das schon vorkommen. Wenn es die mit Prime gibt, könnte man da auch mal eine Watchparty machen. Das sind so Banger-Filme. Die sind selten, weil sie nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen entstehen. Können wir das Wellenpaket starten? Ja, kann losgehen. Lags ein für den Reset im 10. und gönn dir die 3 Minuten Urlaub. House simuliert diesen Prozess im Labor. Zuerst wird eine langsame Welle erzeugt und anschließend eine schnellere Welle, die die erste Welle einholt und mit ihr zu einer größeren Welle, einer Monsterwelle, verschmilzt. Übertragen auf das offene Meer könnten so Monsterwellen mit unglaublicher Kraft entstehen.
Sie können riesige Löcher in große Schiffe schlagen. Sie können sie hin und her schleudern. Dabei ist unglaublich viel Energie im Spiel. Boah, so schön. Die geologische Beschaffenheit des Bermuda-Dreiecks ist perfekt für die Erzeugung von Monsterwellen. Oh mein Gott, Chat, wie schön das ist. Bei einem Sturm werden die Wellen, wenn sie kleine Inselgruppen passieren, nach innen gebogen und manchmal verbinden sich zwei Wellen perfekt zu einer Monsterwelle. So interessant, Monsterwellen können auch entstehen, wenn eine starke Strömung Wellen ineinander schiebt. Das passiert häufig im Bermuda-Dreieck. Exakt mitten durch das Bermuda-Dreieck führt eine der weltgrößten Strömungen, der Golfstrom. Die Strömungsgeschwindigkeiten sind gewaltig und die Richtungen ändern sich ständig. Im Bermuda-Dreieck können manchmal Wellen in starke Strömungen fließen. Diese Strömungen können die Form der heranstürmenden Wellen verändern, sodass sie viel höher werden können. Je stärker die Strömung ist, desto größere Wellen kann sie erzeugen. Es ist durchaus möglich, dass die SS Poet an der Nordwand des Golfstroms in ein Unwetter geraten ist. Denn dort ist diese Art der Wellenkonzentration durchaus bekannt. Das könnte demnach eine gute Erklärung für ihren Untergang sein. Seit Jahrzehnten wird nach Gründen für das geheimnisvolle und spurlose Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen im Bermuda-Dreieck gesucht. Zahllose Theorien wurden aufgestellt. Von Entführungen durch Außerirdische bis hin zu Killerblasen vom Meeresgrund. Aber je intensiver sich Wissenschaftler mit dem Geheimnis beschäftigen, desto mehr stellen sie fest, dass es vielleicht gar nichts Besonderes am Bermuda-Dreieck gibt. So the Bermuda Triangle has this idea that there's an inordinate number of missing planes and ships. Beim Bermuda-Dreieck denken wir alle an die vielen Flugzeuge und Schiffe, die in diesem kleinen dreieckigen Gebiet verschwunden sind. Aber im internationalen Vergleich kommt es dort nicht zu mehr Zwischenfällen als anderswo. Überraschenderweise zeigt die Statistik, dass es im Bermuda-Dreieck nicht mehr Unfälle gibt als in jedem anderen stark befahrenen Seegebiet der Welt. Ja, moin. Wenn man ein beliebiges dreieckiges Gebiet in einem der Weltmeere untersucht, wird man immer auf Rätselhaftes stoßen. Auf Flugzeuge und Schiffe, die verschwunden sind. Man würde das alles aber nicht auf fantastische Phänomene schieben. Die Weltmeere sind gefährliche Orte. Aber hier im Bermuda-Dreieck erregt das Verschwinden von Flugzeugen und Schiffen mehr Aufmerksamkeit. Da ist nichts Ungewöhnliches. Die Vorkommnisse wurden nur über die Jahre immer wieder ausgeschmückt. Die Leute lieben geheimnisvolle Geschichten. Deshalb halten sie sich auch so beharrlich. Man sollte niemals die Hartnäckigkeit eines Gerüchts unterschätzen. Ich glaube nicht unbedingt, dass die Menschen das Bermuda-Dreieck-Rätsel wirklich entschlüsseln wollen. Geheimnisse beflügeln die Fantasie. Und wenn wir alle Antworten gefunden haben, gäbe es ja nichts mehr zum Rätsel. Sehr schöne, entspannte Doku-Chat. Ich hoffe, ihr habt den allen enjoyed. And I still pop pill, and I go on drill. She don't wanna fuck, she don't wanna feel. I be on the edge.